Als nächstes zeige ich dir, wie du deinen Shop für deine Produkte vorbereitest. Geh auf Shop-Parameter, Produkte. Hier nimmst du die allgemeinen Einstellungen für deine Produkte vor. Im Katalogmodus werden alle Kauffunktionen deaktiviert, das heißt auch die Anzeige der Preise. Du kannst auch festlegen, wie viele Tage das Banner neu auf einem Produkt erscheint. Diese Einstellung wirst du in der Regel in modernen Templates für den Shop nicht ändern müssen, weil die Warenkorb-Funktionalität in der Regel Ajax-basiert ist. Hier kannst du die Produktbeschreibung auf eine maximale Länge beschränken, wenn dies von der Relevanz für dich sein sollte. Die Einstellung für Mengenrabatte bestimmt auf die Einstellung des Artikels selbst oder dessen Varianten basieren. Die Einstellung Aktualisierung der benutzerfreundlichen URLs erzwingen ist eine sehr technische Einstellung. Außer wenn du weißt, was du tust, solltest du diese auf Nein belassen, denn diese kann die Adressen verändern, die Google schon kennt, wenn du sie auf Ja setzt. Die letzte Einstellung Produkte standardmäßig aktiviert bestimmt, ob ein Produkt sofort sichtbar ist im Shop oder ob du es erst explizit aktivieren musst, nachdem du es angelegt hast. Der Artikel pro Seite kannst du verändern, wie viele Produkte auf einer Seite im Shop angezeigt werden. Standardsortierung verändert eben die Standardsortierung der Produkte, das heißt, welche Produkte erscheinen vor anderen. Willst du zum Beispiel, dass alle Produkte, die günstig sind, als erste erscheinen, so ändere diese Einstellung auf Artikelpreis. Willst du dagegen, dass die teuren Produkte als erste erscheinen, so ändere Standardsortierung auf Artikelpreis und Standardsortiereinfolge auf absteigend. So änderst du die Reihenfolge. Du kannst bestimmen, ob du die Mengen eines Produktes bekannt machen willst oder nicht. Möchtest du, dass der Kunde nicht weiß, wie viele Produkte verfügbar sind, so stell diese Einstellung auf Nein. Möchtest du nur Varianten eines Artikels anzeigen, die auch verfügbar sind, und alle anderen ausblenden, so stelle diese Einstellung nicht verfügbare Varianten auf der Artikelseite anzeigen auf Nein. Ansonsten belasse sie auf Ja. Die Einstellung Button in den Korb in Listenansicht immer anzeigen bewirkt, dass der Kunde beim Produkt direkt aus der Listenansicht in den Warenkorb legen kann. Ansonsten setzt du diese Einstellung auf Nein, muss der Kunde immer erst die Produktseite besuchen, bevor er den Artikel in den Warenkorb legt. Basierend auf der Art der Produkte, die du hast und auf deiner persönlichen Vorliebe, macht es unter Umständen Sinn, diese Einstellung auf Nein zu behalten. Die Einstellung ermäßigt den Preisanzeigen kommt nur zu tragen, wenn du Mengenrabatte benutzt. Dazu gehe ich in einem anderen Tutorial näher ein. Wichtig ist, dass du bestimmst, ob der Kunde Artikel bestellen können soll, die nicht verfügbar sind. Wenn du willst, dass der Kunde auch nicht verfügbare Artikel bestellen soll, so musst du diese Einstellung, Bestellung von Artikeln zulassen, die nicht am Lager sind, auf Ja setzen. Die letzten zwei Einstellungen werde ich dir in einem anderen Tutorial näher beschreiben. Vergiss nicht, zu guter Letzt zu speichern.